Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, mein Name ist Eva Weber und ich bin ab 1. Mai Ihre neue Oberbürgermeisterin. Es ist vor allem ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich bin dankbar für das Wahlergebnis, das mir die Augsburgerinnen und Augsburger beschert haben. Ich fühle mich auch demütig bei diesem Ergebnis. Ich habe großen Respekt vor dem Amt und vor der Verantwortung. Aber ich habe auch so ein bisschen Abschiedsschmerz, weil Kurt Griebel als jemand, der mich in den letzten 12 Jahren auch hier eng begleitet hat und mein Chef war, jetzt dann nicht mehr in meinem Arbeitsalltag mit dabei sein wird. Aber vor allem die Freude, die überwiegt. Das Allerwichtigste ist, dass wir gemeinsam jetzt die Corona-Krise bewältigen. Das wird uns die nächsten Wochen und Monate noch ziemlich beschäftigen. Und dann wird es um Themen gehen wie starker Wirtschaftsstandort, Schulsanierungen, Mobilität und Klimaschutz. Das sind Dinge, die wir in den nächsten 6 Jahren voranbringen müssen. Mir ist es sehr wichtig, dass wir alle miteinander uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere Stadt leben wollen, was uns wichtig ist, wie wir miteinander umgehen, wie wir Themen miteinander auch bearbeiten. Und ich möchte, dass das Thema Bürgerbeteiligung einen neuen Rang einnimmt, dass wir gemeinsam besprechen, wie, auf welche Art, welches Projekt auch umgesetzt werden muss und soll. Und darauf freue ich mich, auf die Arbeit mit Ihnen, denn Kommunalpolitik, das ist die Politik, die ganz nah bei Ihnen ist. Augsburg ist mein Zuhause und es ist mein Daheim. Ich bin keine gebürtige Augsburgerin, sondern ich habe mir vor vielen Jahren diese Stadt sehr bewusst als Zuhause ausgesucht. Ich liebe den Sieben-Tisch-Wald. Ich freue mich, wenn der FCA und die Panther gewinnen. Ich liebe es, durch die Stadt zu radeln, hier unterwegs zu sein. Und diese Stadt ist einfach für mich die schönste Stadt der Welt. Im Jahr 2026 werden wir gestärkt aus der Krise hervorgegangen sein. Wir werden neue zukunftsfähige Arbeitsplätze in der Stadt haben. Wir werden neue Mobilitätsformen umgesetzt haben. Das Thema Klimaschutz wird ein wichtiges in unserer Stadt sein. Und vor allem leben die Menschen und lieben die Menschen Augsburg. Und das ist etwas, was wir gemeinsam schaffen und darauf freue ich mich.